Ja, sehr geehrter Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, täglich wird die Verzweiflung von vielen Wohnungssuchenden in Bayern größer und Hoffnung ist nicht in Sicht. Direktor Hans Mayer vom Verband Bayerischer Wohnungsunternehmen schlägt in der Süddeutschen vom 9. Mai Alarm. Die Bestände an Häusern und Wohnungen wachsen hierzulande nicht so schnell, wie sie sollten, um ihrem gerade in Ballungsräumen grassierenden Mangel zu begegnen. Weiter meint der Experte aus seiner Sicht in Bayern, dass 200.000 Wohnungen fehlen würden. Für 2024 fürchtet er, dass mit rückläufigen Fertigungsstellungszahlen zu rechnen sei. Den Ernst der Lage hat Bauminister Bernreiter offensichtlich noch nicht erkannt, denn er ließ am 5. Mai 2023 eine Pressemitteilung veröffentlichen, in der er einen positiven Trend beim Wohnungsbau verkündete. Weit weniger optimistisch als der Bauminister schätzt der Landesverband Bayerischer Bauinnungen die Lage ein. Der Verband spricht von sich einer abkühlenden Baukonjunktur. Zwei von drei Firmen erwarten noch schlechtere fürs kommende Jahr. Der Präsident sagt, dass vor allem im Wohnungsbau der Einbruch erschreckend sei, denn die Baugenehmigungen rauschen in den Keller. Die in vielen Regionen akute Wohnungsnot drohe sich daher in den kommenden Jahren weiter der wachsenden Einwohnerzahl und den viel zu geringen Wohnungsneubauten oder dadurch zu verstärken. Der VDW hat auch die Ursache ausgemacht und meint, dass man einen Zielkonflikt zwischen Klimaschutzmaßnahmen und bezahlbaren Mieten wahrnehme. Auf gut Deutsch heißt das, der überbordende Klimawahn mit Heizungsverbot, Dämmorgien und Sanierungszwang macht Bauen in Bayern unmöglich. Wir haben aber auch zahlreiche andere Initiativen und Auswege und Lösungen gezeigt. Hier helfen nur noch jetzt massive Zuschüsse von staatlicher Seite. Deshalb befürworten wir den Freien Wähler-Antrag.